Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Welche Rolle spielen Stocker und Okafor beim wiedererstarkten FCB? Wie wirkt sich bei GC das harte Zweikampftraining aus? Und was ist der FC Sion ohne Göpp? Nach dem Göpp ist bei uns vor der nächsten Superliga-Runde, das ist das Kickoff. Grüß euch miteinander, schön habt ihr eingeschaltet und das sind die Spiele vom Wochenende. Am Samstag spielt IB gegen Sion und GC gegen Luzern und am Sonntag St. Gallen Xamax, FCZ gegen FC Lugano und der FC Basel spielt gegen FC Thun. Der FC Basel hat unter der Woche, Mittwoch am Abend im Göpp für ganz grosse Augen gesorgt. 0:2 ist man hintergelegen, wo man die spektakuläre Aufholjagd gestartet hat. Der Valentin Stocker war es, der die entscheidenden Goal in der Nachspielzeit geschossen hat. Ganz ein spannendes Thema, das wir heute diskutieren mit unseren beiden Gästen, mit dem Gaetano Cialanza und mit dem Dani Gigax. Hallo zusammen. Hallo. In der Meisterschaft gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu diskutieren. Basel mit 19 Punkten Rückstand auf IB, dort holt man den Titel wahrscheinlich nicht mehr. Aber im Göpp ist es natürlich eine andere Sache. Da hat man Mittwoch, glaube ich, ein sehr starkes Ausrufezeichen gesetzt, oder Dani? Ja, also ich denke, es hat nicht mehr viele Leute gegeben, die dann wirklich noch auf Basel gesetzt haben, nachdem sie 2-0 in Rückstand waren. Und ich denke, es wird jedem Spieler und wahrscheinlich im Verein auch gut tun, wenn sie wirklich den Titel noch holen könnten. Dann würde man wenigstens einen Titel auf Basel bringen. Und ich denke, jetzt mit dem Auftritt unter der Woche, denke ich, ist es eine gute Sache, dass wir den Anlauf holen können, um wieder ein bisschen in eine bessere Zukunft können zu schauen. Die UV-Jagd im Göpp hat man am Wochenende, letztes Wochenende, Xamax 2-0 geschlagen. Kommt bei Basel so eine Art Leichtigkeit zurück, die man lange ein bisschen vermisst hat. So die guten alten Zeiten vom FC Basel. Da ist es noch ein bisschen früh. Ja, das ist noch ein bisschen weit entfernt, finde ich. Aber ich glaube, sie sind gut in die Rückrunde gestartet. Und das sieht man jetzt. Und jetzt haben sie auch wieder den Valentin Stocker gefunden, und ich muss sagen, sehr gut aufgeblüht gegen sie, war sehr wichtig. Und von dem her glaube ich, der Sieg kommt sicher ein bisschen überraschend, wenn man sieht, bis zur 80. Minute oder 0:2 hinten. Aber am Schluss muss man sagen, Qualität hat die Mannschaft. Es sind zwei Spieler zuletzt sehr positiv aufgefallen beim FC Basel. Zum einen der Valentin Stocker, aber auch der Noah Okafor. Der Valentin Stocker im Göpp die zwei Goal gegen Xamax hat er getroffen. Vorher ist es ihm lange eigentlich nicht gut gelaufen. Also das letzte Goal jetzt vor dieser Woche, im April 18, gegen Gegner vom Wochenende, gegen FC Thun. Also der wird on fire sein am Sonntag. Ja, ich denke, er wird am Wochenende on fire sein. Das haben wir jetzt unter der Woche gesehen. Ich denke, man sieht ihn auch allgemein auch an, von der Körpersprache, wenn er wieder auftritt, dass er wirklich ein riesiger Gewinn für die Mannschaft kann sein, weil er jetzt in der Vorrunde unten durch musste. Hat man ihm fast ein bisschen leid da. Dann war er wieder ein bisschen angeschlagen gewesen, hat viele Chancen gebraucht, hat wirklich Sachen, die man von ihm gesehen hat, die sonst normalerweise nicht Valentin Stocker-like waren, die man noch von der Vergangenheit kennt hat. Aber jetzt, am letzten Wochenende, jetzt auch unter der Woche, hat man wirklich jetzt so langsam wieder in der alten Walli gesehen. Und man spürt auch, dass es ihm wieder Spass macht. Und ich denke, da kann er ein sehr, sehr grosser Gewinn sein für die Mannschaft. Der Noah Okafor, 18, Basel hat den Vertrag mit ihm frühzeitig verlängert bis 2023. Ist er so ein bisschen die Zukunftshoffnung vom FC Basel? Ich glaube schon, was er jetzt gezeigt hat. Aber also ich kann jetzt schon länger beobachten, auch schon in der U-Mannschaft, wo man sieht, das Potenzial, das er hat. Das ist natürlich dann anders, wenn man dann mit der ersten Mannschaft spielt. Aber jetzt hat er sich auch gegen Neuchâtel gezeigt. Da hat er eigentlich den Unterschied gemacht. Hat dem FC Basel geholfen, das 2-0 heimzubringen und jetzt wieder im Göpp. Und ich meine, er ist 18 und im Göpp bis zu der 120. Minute hat er noch den Penalty rausgeholt. Also wie gesagt, sehr ein interessanter junger Spieler für den FC Basel. Und ich glaube, sie sehen das auch. Und wegen dem haben sie ihn auch jetzt längerfristig verlängert. Wir haben mal ein paar Zahlen rausgesucht zum Noah Okafor, die ganz spannend sind. Im Match gegen Xamax. Torschuss hat er 2 gehabt, der drittbeste Wert von Basel. Torschuss Vorlagen 6, das war der beste für die ganze Mannschaft. Passquote von fast 90%, das ist natürlich sowieso super. Zweikämpfe hat er 20 gehabt, zweitbeste Wert. Und Tacklings 7, der beste Wert. Was gefällt dir, Dani, an ihm?
Er ist erst 18, also hat natürlich sicher noch viel Potenzial. Aber der Gaetano hat es vorher angesprochen, man darf nicht vergessen, er ist erst 18, er hat jetzt ein Weilchen gebraucht, aber ich meine, wenn man jetzt die Auftritte am Wochenende, am letzten und unter der Woche gesehen hat, er ist ein Spieler, wenn man jetzt die ganzen Statistiken anschaut, was sich eigentlich jeder Trainer wünscht. Er kommt von der Seite, hat extrem Speed. Er hat einen Richtungswechsel, der für jeden Verteidiger extrem unangenehm ist. Und das hat man auch gesehen bei den Penalty-Szenen. Also er kann von 0 auf 100 in sehr, sehr kurzer Zeit beschleunigen. Und von dem her kann er auch den Unterschied ausmachen. Und er fühlt sich auf dieser Position sichtlich wohl. Und darum gibt ihm der Marcel Koller, denke ich, auch das Vertrauen. Ja, jetzt am Sonntag, da wartet auf den FC Basel, der FC Thun. Die Berner Oberländer, die haben gestern Abend ebenfalls im Göpp gespielt, haben dort kurzerhand der FC Lugano rausgefallen. Und Tessiner, die sind in diesem Spiel sehr defensiv gestanden. Und der Marc Schneider, der wartet jetzt am Sonntag, ein komplett anderes Spiel. Ja, von dem gehe ich schwer aus, dass sie daheim sicherlich nicht so defensiv werden spielen. Und dass für uns sicher auch ein bisschen entgegenkommt, eine Mannschaft, die mitspielt, wo wir vielleicht den einen oder anderen Raum finden, für wenn wir umschalten und den Ball gewinnen können. Also da hoffen wir uns sicherlich ein bisschen mehr. Eine Mannschaft, die mitspielt, kommt dem FC Thun zu gut. Siehst du das genau gleich wie der Trainer? Ich glaube schon, ja. Also der FC Basel wird sicher nicht hinten reinstehen und warten, was jetzt passiert. Die wollen natürlich dominieren. Das ist auch der FC Basel von früher. Und das probiert er jetzt. Und auch der Schwung, den er jetzt im letzten Spiel hatte, oder was positiv war, wird er sicher in das Spiel mitnehmen. Aber wie gesagt, Thun ist nicht einfach. Man sieht es auch, wenn sie gegen Eibe spielen und gegen die guten Gegner, da können sie gut mitheben dieses Jahr. Ja, der FC Thun hat in dieser Saison gegen FC Basel in zwei Spielen schon 4 Punkte geholt. Der Marc Schneider hat das Anfangssaison natürlich sofort unterschrieben. Ja, natürlich. Und gleich sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Und bei allen Mannschaften und bei allen Gegnern auf den Platz gehen, zum gewinnen. Und das werden wir auch in Basel versuchen. Ob es uns dann gelingen wird, werden wir sehen. Aber mit dieser Einstellung werden wir sicher auf Basel fahren. Ist der FC Basel von morgen oder gleich wie der im November, wo wir 4-2 geschlagen haben? Ich habe schon das Gefühl, sie sind ein bisschen gefestigter und haben ihre Automatismen auch ein bisschen gefunden. Man hat die Spieler sich sicherlich ein bisschen besser adaptieren können. Und darum wird es sicherlich schwieriger als im Herbst. Von dem sind wir überzeugt und gleich trauen wir uns viel zu. Ja, der Marc Schneider erwartet Basel stärker als im Herbst. Thun hat gestern gespielt im Göpp, der FC Basel am Mittwoch. Also Thun hat einen Tag weniger Regeneration gehabt, aber Basel hat noch Verlängerung gespielt. Gleicht sich das etwa wieder aus? Ja, das gleicht sich etwa aus, wenn man gesehen hat, was für einen schweren Match das Basel hatte. Ich denke, am Wochenende wird es ein komplett neues Spiel. Eben, wie es der Gaetano schon gesagt hat, Basel spielt daheim. Sie werden sicher das Zepter probieren, in die Hand zu nehmen. Aber mit den Berner Oberländer, wo finde ich, dass die Saison wirklich eine sehr, sehr interessante Saison spielen, mit denen muss man immer rechnen. Und ich muss auch wirklich sagen, jetzt mit dieser Mannschaft zusammenhalten können, mit den Spielern, die rausstechen, die trotzdem immer wieder ein Jahr länger im Berner Oberland bleiben, ja, ist sicher eine interessante Affische das Wochenende. Beim FC Thun hat letztes Wochenende der Matteo Tossetti ausgewechselt werden. Der FC Thun hat uns gesagt, er sei nicht gebrochen, aber er sei sicher noch nicht zu 100% fit. Wird also wahrscheinlich am Sonntag noch nicht spielen. Aber ich glaube, Denis Salanovic hat gesagt, dass er mehr ist als nur ein guter Joker jetzt so unter der Woche im Göpp, oder? Ja, sicher. Wir sehen, er hat das Goal gemacht. Also von dem her hat er einen guten Ersatz, der Trainer. Und wie gesagt, ist natürlich klar, mit dem Sargic, Spielmann und mit dem Tossetti, der natürlich viel Assist macht, haben sie offensiv sehr, sehr starke, interessante Spieler. Aber der Salanovic hat sich da sehr gut integriert. Und er macht es auch sehr gut. Und man sieht, dass er Freude hat. Aber ich glaube, allgemein in dieser Mannschaft, wenn jetzt eben einer muss den anderen setzen, dann funktioniert das. Wie der Dani auch gesagt hat, stimmt im Moment. Und es ist eine gute Stimmung. Und sie stehen zu Recht auf dem dritten Platz, wo sie jetzt sind. FCZ gegen Lugano, das ist ein weiteres Spiel von diesem Wochenende. Der FCZ hat gestern Abend ebenfalls im Göpp gespielt. Und dort haben sie sich dem Challenge-Ligist Kriens regelrecht zäng ausgebissen. Sie haben aber es dann gleich geschafft, sich für ein Halbfinale im Göpp zu qualifizieren. Aber es war gleich zum Zuschauen ein Auftritt, sehr emotionslos. Irgendetwas hat dort nicht so gepasst. Oder schon länger, irgendwie, hat man das Gefühl. Also ich habe den Match auch geschaut und am Anfang hat der FCZ klar die Überhand gehabt, hat sehr viel Ballbesitz gehabt, aber nach dem 1-0 hat man das Gefühl gehabt, wie wenn sie sich ein paar Gänge zurück
geschraubt haben. Und ich muss auch wirklich sagen, Kriens hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war ein ganz unangenehmer Gegner. Ich meine, Gattano, das weißt du auch von früher noch. Wenn du mit dem Göpp gespielt hast gegen einen Unterklassigen und dann hast du vielleicht eine Phase im Spiel, die vielleicht nicht so gut war, dann kann das wirklich brenzlig werden. Auch gegen eine Mannschaft, die in der Challenge League innerlich weiterhin ist. Sie haben wirklich die Chance probiert zu nutzen und haben phasenweise dann wirklich Glück gehabt, dass sie nicht auch in den Rückstand gegangen sind. Aber ich darf auch nicht vergessen, der FCZ hat halt jetzt in den vergangenen Wochen schon kein einfaches Programm mit den Spielen, die sie hatten. Und trotz allem, dass der Ludo immer wieder rotiert, die Automatismen die fehlen dann halt vielleicht ab und zu ein bisschen und funktioniert dann halt nicht so, wie es sollte. Ist es das Programm der Europa League, das Sie jetzt im Moment merken? Ja, sicher. Du merkst natürlich die Doppelbelastung. Oder? Und wie gesagt, aber ich glaube, eben, es ist ein Göppspiel und die Super League. Also da kannst du nur verlieren in der Super League, wenn du gegen einen Unterklassigen spielst. Und wir haben es schon gesehen, ja, das sind einzeln in Führung, wie der Dani das gesagt hat. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt gewinnen wir, da ist easy. Und dann siehst du, aber Kriens, die haben auch ein Fußballspiel. Und am Schluss muss man sagen, Zürich mit sehr viel Glück die nächste Runde kommen. Der Ludovic Magna rotiert sehr viel. Wird vielleicht auch zu viel rotiert, dass die Mannschaft so gar keine Einheit werden kann. Zum Vergleich Napoli, das Spiel von Napoli oder gegen Napoli, im Vergleich mit dem Luzern-Spiel, 6 Rotationen oder 6 Änderungen in Startelf, ist natürlich schon happig für die Spieler. Das könnt ihr beide gut beurteilen. Ja, das ist extrem viel. Aber eben, wenn du halt eine Dreifachbelastung hast, dann probierst du halt als Trainer natürlich auch, du willst, dass jeder Spieler 100% fit ist, dann gibst du dem wieder vielleicht eine Pause und lässt den anderen wieder spielen. Also, es ist eigentlich nicht falsch, aber klar, wenn dann halt solche Auftritte wie unter der Woche jetzt sind oder Spiele, die halt vielleicht nicht so gut sind, dann ist dann halt das der erste Kritikpunkt, oder, dass man viel wechselt, dass die Automatismen nicht stimmen. Aber im Grunde genommen macht er das eigentlich nicht falsch. Also, er will wirklich Spieler, die wirklich 100% fit sind, die wieder regeneriert sind. Und jetzt ja, bin ich gespannt darauf, wie er am Wochenende wieder rotieren und wieder umstellen. Beim FC Lugano hat er Mijat Malic eine rote Karte gesehen. Gegen Ibe gibt es dort den 1-zu-1-Wechsel, Fulvio Sulmoni, der wieder in die Innenverteidigung kommt. Er war ja zuletzt noch gelb gesperrt. Ja, ich glaube schon, das ist eine gute Option. Und von dem kann das Celestini auf den Sulmoni zählen. Mit dem nächsten Spiel kommen wir zu zwei Mannschaften, die unter der Woche im Göpp nicht gespielt haben, nämlich FC St. Gallen gegen Xamax. Und gerade beim FC St. Gallen, dort hat man letztes Wochenende gegen Sion viel Moral tanken können. Man war zweimal im Rückstand und hat zweimal wieder ausgleichen. Am Schluss hat man unentschieden gespielt. Also ich glaube, es war ein wichtiges Wochenende, vor allem auch für den Kopf. Ja, also das hat einfach gezeigt, dass die Mannschaft auch wirklich lebt und dass auch Qualität in dieser Mannschaft liegt. Und ich denke jetzt, wenn sie daheim spielen gegen Xamax vor dem heimischen Publikum, wo immer eigentlich wie ein Eins hinter dem Club steht, ist natürlich klar, dass man die 3 Punkte holen will. Und das könnte dann auch für die Zukunft dann natürlich auch wieder ein bisschen Aufwind geben für die Ostschweizer. Es gibt ein paar Fragezeichen in der Aufstellung. Simone Rapp hat Probleme mit der Hüfte und mit den Beinen. Da ist nicht sicher, ob er spielen kann. Barnetta ebenfalls ist fraglich. Und Nicolas Lüchinger. Was ist das Top-Trio für im Sturm vorne, wegen Rapp und Barnetta fehlen? Das sind natürlich wichtige Spieler, die jetzt immer gespielt haben. Aber du kannst natürlich den Kutesa springen, du hast den Taffer, den Bakayoko. Aber wie gesagt, der Lüchinger fehlt jetzt. Er hat auch schon den Bakayoko rechts hinten gebracht, um den Lüchinger zu ersetzen. Er hat sicher 1-2 Möglichkeiten. Und ich glaube, der Zeidler bringt immer wieder eine interessante Idee. Oder die neuen, modernen Trainer machen da immer wieder ab und zu von außen ein bisschen komische Wechsel, oder, wo wir sagen, wie kann das sein. Aber sie trainieren die ganze Woche und sie sehen eine andere Seite, die wir noch am Wochenende sehen. Wir haben in den letzten Spielen immer wieder andere 3 Stürmer vor innen gesehen. Warum ist das so? Dann ist natürlich Rapp und Barnetta haben noch gespielt. Hat er einfach das Luxusproblem, viele Stürmer? Oder ist er noch so ein bisschen ausprobieren, was wie am besten harmoniert? Mit ja viel neue geholt, da gibt 3 neue. Gut, wenn natürlich die Resultate nicht stimmen, dann bist du natürlich auch schon gezwungen, dann mache ich umstellen, vielleicht, wo dann wirklich die besten Spieler miteinander harmonieren. Aber jetzt am letzten Wochenende hat das eigentlich gut funktioniert mit diesen 3 davoren. Und ich sehe eigentlich nicht, wieso er nicht wieder auf die 3 setzen sollte. Für Xamax wird das erste Wochenende jetzt ohne Joffre Idee ein happiger Ausfall eigentlich in einer Zeit, in der man Punkte braucht.
Ja, es ist ja so. Meine, sie haben sicher den Seredi geholt, eben, dass er ein bisschen Leben in die Mannschaft bringt, eben den Kampfgeist hineinbringt. Und das hat jetzt eigentlich bis jetzt zum FC Basel, also die zwei Spiele vorher, hat sehr gut geklappt mit diesen zwei Siegen. Und jetzt ist klar, jetzt fällt aus. Aber sie haben ja sicher den einen oder den anderen, der ihn ersetzen kann. Und ich glaube, da wird Ange schon jetzt Charles Pickel, der ihn ersetzen kann. Und von dem her probieren sie da auch in St. Gallen Punkte zu holen. Und Ange wird wahrscheinlich dann heißt sehr aufs Defensive natürlich konzentriert. Der Seredi hat sehr am Karren geschissen, seit er im Winter zu Xamax kam. Kann das ihr Mannschaft ihn auch so einen Wechsel geben, jetzt, wenn man weiss, hey, jetzt ist er ausgerechnet gesperrt, jetzt, wo wir ihn brauchen? Oder verzeihst du es einem Spieler, dass er so auf den Platz fliegt? Gut, wenn man den Seredi kennt, dann weiss man, auf was man sich einlädt. Im positiven wie im negativen Sinn, wenn man ihn holt. Aber klar ist natürlich, dass so ein Spieler mit so einer riesigen Erfahrung jetzt natürlich am Wochenende extrem fehlt. Und, aber wie es Gaetano schon gesagt hat, das sind Spieler auf der Bank, Ramisi, Di Nardo, Pickel. Also da hat es schon Spieler, die dann, denke ich, werden parat sind am Wochenende, um ihn wirklich können zu ersetzen. Aber klar, so ein Aggressivleader wie ihn hat man natürlich als Trainer schon gern. Aber wie jetzt da genau, ja, das wird passieren mit dem Stimmung, ob die wird umschwenken und so. Ich denke, der Neue, der reinkommt, der wird alles dafür tun, dass wir irgendwie punktet in der Ostschweiz. Und das ist nämlich in der Situation, wo Neue im Gesamtmoment ist, extrem wichtig. Ja, nicht nur für Xamax ist es sehr ein entscheidendes Wochenende, sondern natürlich auch für die Schlusslicht GC und für den FC Luzern. Und unser Taktikfuchs, der Markus Frey, der hat unter der Woche GC mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. GC hat in der letzten Woche Zweikämpfe geübt. Wir schauen jetzt an, wie sich das im Spiel gegen Thun ausgewirkt hat. Von Anfang an waren die GC-Spieler aggressiv. Sowohl in der Luft wie auch am Boden sind sie näher beim Gegner gestanden als sonst. Nach dem Ballverlust haben sie sofort nachgesetzt. Genauso muss es sein. Immer wieder dabei, auch der Kajubi, manchmal sogar das Zweite gegen einen. Nach dem Ballgewinn haben sie sich bemüht, gegen Führer zu spielen. Sehr gut. Eine starke Szene jetzt. Sie gewinnen im Mittelfeld im Zweikampf den Ball und dann geht die Post ab gegen Führer. Genau so müssen sie es machen. Am 16er zu fehlt dann aber die Entschlossenheit und die Chance ist vergeben. Was geht sie muss ändern, ist das Verhalten in der Defensive. Kajubi verliert hier den Ball. Dann verrührt er und der Holzhauser einfach die Hände. Das geht gar nicht. Der Kamper joggt gemütlich retour. Nur der Taipi der wehrt sich und probiert zu machen, was möglich ist. Thun bestraft das und Quittig folgt mit dem 1:0. Wir haben in diesen Bildern die veränderte Einstellung der GC-Spieler gesehen. Sie haben eine Woche jetzt intensiv trainiert, aber das lange natürlich nicht. Und zudem kann man sich fragen, warum ist es so lange gegangen, bis sie gemerkt haben, dass sie das üben müssen. Warum ist es so lange gegangen, bis sie gemerkt haben, dass man das üben muss? Ich habe vorhin schon ganz hitzig diskutiert, Punkt und Zweikämpfe üben. Ich möchte gerne noch mal hören, was ihr gesagt habt. Es ist gar nicht so einfach, die Zweikämpfe wirklich zu trainieren. Ja gut, es ist so. Es ist eben nicht nur ein Floskel, sondern es ist effektiv immer so, dass wenn es halt nicht so läuft, dass eigentlich die Trainer und der ganze Staff bekommen und sagen, wir müssen wirklich über Zweikämpfe dann wieder gute Spiele finden. Aber eben, das ist nicht einfach nur so der Hergriff, sondern es ist eben wirklich effektiv so, weil es kann einen Hauruck-Effekt durch die Mannschaft geben und durch die gewonnenen Zweikämpfe kommt man wieder Selbstvertrauen und dann kann man sich Chancen generieren. Und das ist halt einfach extrem wichtig für GC im Moment in der Situation. Aber eben, dann dürfen dann natürlich, wie wir jetzt das in diesen Bildern gesehen hat, nach den verlorenen Zweikämpfen im Mittelfeld dürfen wir natürlich nicht am Boden bleiben. Und schon gar nicht von solchen Spielen, wo man eigentlich erwarten dass sie voran marschieren. GC hat plötzlich gegen Thun eigentlich sehr einfach verspielen. Sie haben nicht mehr gross probiert, Kunstwerk zu zeichnen, sondern sich sehr auf die Basis beschränkt. Das ist genau das, was eben im Abstiegskampf braucht, wenn es nicht läuft. Dass du probierst, hey, zumindest die einfachen Sachen mal gut zu machen. Das ist schon so. Aber wie gesagt, im Zweikampf stärke üben oder so ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, da muss sich jeder in der Mannschaft zusammenreißen und sagen, sie müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Der Trainer ist zwar da, aber sie sind auf dem Feld. Oder?
Oder jeder muss sich bewusst sein, um was es geht. Und es geht um den Abstiegskampf. Und eben am Boden liegen oder die Hände verwerfen, das reicht dann nicht. Also da muss schon eine andere Reaktion kommen. Ich glaube, der Punkt in Thun hat ihnen sehr gut getan. Obwohl, wenn natürlich Thun 2-0 geschossen hat, dann hat es wahrscheinlich wieder anders ausgesehen. Und gleich zu Thun, 55% der Zweikämpfe haben sie gewonnen. Man hat irgendwo gemerkt, jetzt ist eine andere Einstellung im Kopf. Oder? Man hat es plötzlich realisiert, hey, so geht es nicht mehr. Also ich meine, spätestens wenn man die Tabellen anschaut, denkt man, so geht es nicht. Aber ich meine, wenn du das unter der Woche als Spieler, selbst wenn du jahrelang ein Profi bist, wenn du das unter der Woche immer wieder hörst, dann ist es normal, dass dann die Automatismen vielleicht auch ein bisschen innen funktionieren, dass du das auch am Wochenende anwendest. Aber eben, die Frage ist, wieso muss man das solchen Profis, die bei so einem ambitionierten Club spielen, dann unter der Woche noch so eintrichtern, dass es dann wirklich auch stattfindet. Aber eben, wie man gesehen hat, es ist noch ausbaufähig. Und ich denke jetzt, aber wie es auch der Galtaner schon gesagt hat, den Punkt in Thun macht nicht jede Mannschaft. Das ist jetzt mal ein guter Anfang. Aber jetzt muss die Fortsetzung kommen, weil Punkte braucht GC unbedingt. Noch zum Gegner, zum FC Luzern. Der René Weiler hat dort nie ein Klasse Nummer 1 im Goal gehabt. Angefangen hat man mit Mirko Salvi, man hat gewechselt auf David Zibung. Würde ein gutes oder ein Klasse Nummer 1 im FC Luzern unter Thomas Eberli jetzt noch gut tun? Muss er da mal eine Entscheidung fällen? Aber ich glaube, die Entscheidung ist schon gefallen. Ich meine, sicher jetzt auch, wird sich Gedanken machen. Aber jetzt beim Goalie-Position wieder zu ändern, weiß nicht, ob das das Richtige wird sein. Aber ich glaube, er wird sicher jetzt das mal anschauen und dann auch eine Entscheidung fällen. Oder? Aber ich finde jetzt, glaube ich, mit dem Zeitpunkt, wir haben sie eine gute Nummer 1, der kennt auch die ganze Situation. Von dem her wird er hier, glaube ich, auf den Zeitpunkt setzen. Eine spannende Personalie ist auch der Tommy Juric. Es hat irgendwie nicht so recht gegeben unter dem René Weiler. Jetzt plötzlich hört man das Interview von Tommy Juric, ich will den neuen Trainer beeindrucken. Und der Thomas Heberli sagt, hey, so einen könnte man im Sturm vorne brauchen. Es könnte natürlich eine Offensive von Luzern noch ganz neue Dynamiken geben, weil das jetzt plötzlich gut funktioniert zwischen den beiden. Oder? Selbstverständlich. Ich meine, wenn du einen Stürmer hast im Kader, der internationale Erfahrung hat, und zwar immer einen weiten Weg muss gehen, aber wo ein guter Stürmer ist, wenn du so einen hast, der vielleicht eine Weile lang auf dem Abstellgleis war, wo ein neuer Trainer kommt, der dann wieder zeigen will, was er drauf hat, nicht nur mit dem Trainer, sondern allen anderen auch, dann denke ich, ist das ein riesiger Gewinn für einen Trainer wie Tommy Heberli. Und ich denke, er wird auf ihn zurückgreifen, wenn dann vorne eben Tommy Juric und vielleicht noch Lecker dort vorne zusammen, das klingt gefährlich und ich denke, das würde dem FC Luzern gut tun. Geht noch zum Blessing Elekke, der war gesperrt zuletzt, kann jetzt wieder spielen. Wo kann er seine Qualität am besten ausspielen? Du sagst jetzt vor im Sturm vielleicht mit einem Juric zusammen, wenn er dann mal wieder fit ist. Siehst du das gleich oder plötzlich vielleicht alleine sogar? Ja, ich kann sicher alleine spielen. Ich könnte vielleicht auch auf der Seite spielen, wo ich den Juric eher nicht sehe. Also von dem her hat vorne mit dem Demaschai, mit dem Juric und mit dem Elekke und mit dem Schöpf hat er offensiv eigentlich interessante Spieler. Oder? Jetzt muss er natürlich wieder die Ruhe wiederfinden. Oder? Und mit diesen Spielern viel reden auch. Oder? Wie ein Juric, der, wie der Dani gesagt hat, auf dem Abstellgleis war, der sagt vielleicht, oh, da habe ich wieder eine Chance. Weil er muss natürlich auch spielen. Sein Vertrag läuft aus im Sommer, glaube ich, wenn ich nicht falsch bin. Und er kann sich hier wieder zeigen. Kommen wir noch zum letzten Spiel von dieser Sendung. IB gegen FC Sion. Wir haben es am Anfang der Sendung gesehen. Der FC Sion ist am Mittwoch gegen Basel aus dem Göpp rausgefallen. Und das hat Murat Yakin kurz nach dem Abpfiff dazu gesagt. Ja, wir haben das Spiel nicht mehr kontrollieren können. Wir waren ein bisschen zu passiv, auch defensiv. Ja, wenn du 2-0 zu Hause führst, da musst du das auch ein bisschen clever spielen und nicht wie immer in unseren vergangenen Spielen zu viele Eigenfehler. Und ja, dann wurden wir bitter bestraft. Man muss clever spielen. Man ist 2-0 in Führung. Ich möchte mich gleich fragen, wie kann man eine 2-0-Führung aus der Hand geben? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe Spiele auch gesehen und ich hätte nicht viel darauf gewettet, dass Basel sich noch kehren kann. 60, 70 Minuten sehr, sehr guten und interessanten Fußball gespielt, vor allem im Publikum. Ja, sie sind dann einfach irgendwie zu weit weg gewesen, dann plötzlich von den Gegnern, haben dann plötzlich passliche Spieldiktate in die Hand hineingegeben. Wenn man den Muri an der Seitenlinie gesehen hat, seinen Gesichtsausdruck gesehen hat, ist er überhaupt nicht zufrieden gewesen. Er war praktisch fast ein bisschen wehrlos gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Positive daraus nehmen will, die 70, 80 Minuten sind positiv gewesen und ich denke, wenn man das Negative von dem Göpp aus, wo doch der Wallis sehr, sehr viel bedeutet, kann ablegen, dass man trotzdem mit ein paar guten Gefühlen auf Bern gehen kann.
Jetzt noch zu den Berner Young Boys, Kevin Mbabu und der Mohamed Ali Kamara. Die haben letzte Woche in der U21 gespielt gegen Langenthal. Also die werden wahrscheinlich wieder fit sein. Macht Sinn, Kevin Mbabu gut von Anfang an zu spielen gegen Sio? Ich glaube schon. Also wie gesagt, wenn er fit ist und jetzt ein Spiel in der U21 gemacht hat und er sagt, ich fühle mich bereit, dann macht es Sinn. Weil er ist natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Er kann Power in die Mannschaft bringen. Also von dem her sehe ich da keine Probleme. Und ich glaube auch, für die ganze Mannschaft wird er natürlich schon ist ein Plus für die ganze Mannschaft. Steve Vauberger ist nächste Woche im Göpp gesperrt. Kann es sogar sein, dass jetzt Mohamed Ali Kamara in der Innenverteidigung spielt, schon quasi als Göpp-Holprobe? Also es würde auf jeden Fall Sinn machen, das Szenario mal zu üben. Auf der anderen Seite Steve van Bergen ist Capitano. Also normalerweise spielt er eigentlich immer. Aber ja, es wird je nachdem mal schauen, was der Gerardo Silvano für einen Plan hat für das Wochenende und für nächste Woche. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Wir sind am Schluss der Sendung. Ja, danke. Noch, ja, und euch daheim wünsche ich einen ganz schönen Abend. Hier geht es weiter mit der Challenge League im 7:45 mit dem Spiel zwischen Aarau und Servette. Begrüßt euch der Stefan Eckli. Habt einen schönen Abend. Ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.